die da so scheinbar geordnet waren, das Muster, das so jede Seite zeigte, führte mich in ferne Welten, von denen ich als Kind schon träumte. Die Bilder und die Zeichen schienen mir aus einer Welt der Wunder. Sie waren mir nicht unvertraut. Ich konnte sie erleben und vielleicht auch deuten. Sie schienen fremd und doch vertraut zugleich. Beim Blättern sah ich viel in einer Welt aus Zeichen und Figuren. Der Osten und der Westen reichten sich die Hände. Was waren glücklich wir, die das nun sehen konnten. Und doch, es blieben viele Rätsel, die sich erst langsam lösen werden. Es ist das Ganze eine Wunderkammer, die wir erst später lesen können. Es geht hier jetzt um das Tohuwabohu. Am Anfang war die Welt nur Wasser in Wasser. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da machte Gott aus dem Wasser Schnee. Und aus dem Schnee aber machte er die Erde. Die Erde war am Anfang Tohu und Bohu. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Tohu, das war ein grüner Streifen, der die ganze Welt umgab und von dem die Finsternis ausging. Bohu, das waren Abgründe voll schlammiger Steine, durch die das Wasser rieselte. Geschlechter vor der Weltschöpfung war die Schrift schon geschrieben und sie lag im Schoße des Heiligsten. Gelobt sei sein Name und sang zusammen mit den Heerscharen Loblieder dem Herrn. Worauf war denn nun die Schrift geschrieben? Auf dem Arme des Herrn selber war sie geschrieben, schwarze Flammen auf weißem Feuer. Und als der Herr gedachte, die Welt zu erschaffen, da beriet er sich mit der Schrift und sprach zu ihr: Ich will eine Welt schaffen, auf dass meine Macht erkannt werde. Als die Schrift dies hörte, sagte sie: Herr aller Welten, du, der du am Anfang schon das Ende weißt, dem alles Verborgene offen ist, tu, was dein Wille ist. Als der Herr die Rede der Schrift vernahm, gefielen ihm die Worte wohl, und er nahm sie, legte sie vor sich hin, blickte in sie hinein. Da kamen alle 22 Schriftseiten vor den Herrn, und jegliches sprach zu ihm: Herr aller Welten, lass es deinen Willen sein und fang mit mir die Schöpfung an. So traten sie alle vor den Herrn. Von dem Endzeichen Taf angefangen bis zu dem Bet, dem ersten nach dem Anfangszeichen. Aber der Herr schob sie von sich, da blieb das Bet stehen und sprach: Herr aller Welten, ist's nicht dein Wille, dass mir die Schöpfung anfange, dass mit mir die Schöpfung anfange? Siehe, deine Kinder werden dereinst mit mir deinen Namen benedeien. Da sprach der Herr: Wohlan, ich will mit dir die Schöpfung anheben. Die Sagen der Juden. Das ist ja irre. Das ist ja der Hammer. Naja, das ist ja ein bisschen anders. Thank you.
Was wird da? Was kommt da? Was soll da werden? Zeichen und Figuren, Mauern, Tore, Tiere, Götter, Frauen, Helden, Könige, Engel, Himmel, Propheten, Paläste, Schiffe, Steine, Fäden. Ach, von wem und für wen? Für dich, für mich? Was ist jetzt? Sag es mir, schrei es mir ins Ohr, zeig es, sag es, was bedeutet es, wiegt es schwer, wiegt es leicht, ist es sichtbar, hat es ein Gesicht, hat es ein Ziel, sind es Botschaften für uns, die wir blind sind und taub, für uns, die noch das Sehen lernen und das Hören müssen, was ist mit dem Tanzen? Und dem Singen in den Feldern, in den Wäldern und den Bäumen, die den Himmel berühren. Wann berühren sie uns? Wann erlösen sie uns? Oder ist das jetzt so ein Quatsch mit Ansage? Seien wir doch wieder cool und wenden uns den ernsteren Dingen zu. Liebe, Lust und Leid und Leben, hatten wir das nicht schon mal? Und was wissen wir denn schon beim Lesen dieser Bilder? Dinele, dinele, dinaraven, goştene vorbe şuare. Dinele, dinele, dinaraven, şesine bolele varule. Dinele, dinele, und es geht um die Zweiheit und die Einheit. In seiner Weisheit und in seiner Allmacht schuf der Herr in der ganzen Welt alles zu zweit. Allenthalben ist das eine das Gegenstück des anderen oder eine Ergänzung des anderen. Und wäre das eine nicht da, so könnte auch das andere nicht bestehen. Wäre kein Tod, so wäre kein Leben. Aber wäre kein Leben, so wäre kein Tod. Ohne Frieden gäb's keinen Krieg. Ohne Krieg gäb's keinen Frieden. Der Herr schuf Arm und Reich, klug und töricht, Leben und Tod. Sonst sähe man nicht den Unterschied zwischen Ordnung und Verwüstung. Er, der die Anmut und schuf den Abscheu, er schuf Mann und Weib, Feuer und Wasser, er schuf Eisen und Holz, Licht und Finsternis, Wärme und Kälte, Meer und Land, Speise und Hunger, Trank und Durst. Er schuf das Gehen und das Hinken, das Sehen und das Blindsein, das Hören und das Taubsein. Das Reden und das Stummsein, er schuf die Arbeit und das Nichtstun, den Kummer und die Lust, die Krankheit und das Heilsein, all das, um die Allmacht des Herrn kundzutun. El, Aleph, ist auch eins. Der erste Buchstabe im Hebräischen ist Aleph, Halbmondstrich. Aleph bedeutet eins. El ist der Gott, Elohim. Im ist Mehrzahl. Ein Gott ist mehr Gott. Alle Götter. Es ist eins. Zarathustra. Zarathustra ist der erste, die erste Religion, was mit Dualismus sich beschäftigt, mit dem Guten und Bösen, dann kommt Manichäismus, die Manichäer. Da gibt es das Böse und das Gute, das Licht, Finsternis, Tag und Nacht,
alles ist in der Zweisamkeit und führt zur Einheit. Das ist der Mann Christus, ja. Aber ich denke, heute in Kurdistan gibt es nur also Wille zu Frieden, Krieg und Frieden. Also das ist auch Dualismus. Im Arabischen ist Allah Gott und Allah ist der Schmerz, als ginge nur von Gott ein Schmerz aus. Und im Türkischen ist es so wunderschön, dass Elim meine Hand ist und Alim ist die Weisheit. Also wenn meine Hand nicht mehr mordet, erschießt, ersticht, sondern liebt, schreibt, malt, ein Instrument spielt, dann wäre das vielleicht ein Weg zur Weisheit zu kommen. Man darf nicht vergessen, es gibt so viel Missverständnis auf. Und es gibt tatsächlich auch ganz viele, die behaupten, dass die Welt aus dem Om herauskommt, weil ist im Arabischen die Mutter. Also im Endeffekt stellt man sich vor, egal was wir machen, wir lieben Männer, die Welt ist eine Geburt. Ja, aber das ist ja im Arabischen fast. Ja, natürlich. Aber das ist ganz ähnlich. Also das Hey, das ist offen, und das H, das geht so, das ist ganz ähnlich. Hallo. Und der Traum, das ist das Fenster, kann man den Traum reinlassen oder den Traum rausmal schicken, hol mir was Neues. Genau, und das ist eben das Schönste, was sie denken, was es gibt für den Menschen, dass er die Gedanken wegschicken kann und die Gedanken bringen halt was Neues wieder hinein. Und dann kommen solche Sachen. Uwe. Ja, ich wollte noch etwas, kommt noch ein bisschen mehr, wenn ja, wir wollen mehr. Es allen recht ist. Einem meinen Lehrer ist mir etwas in die Hände gefallen. Es ist unglaublich, aber es ist schön und wahr. Nicht unflott zunächst das, als sie gerade ihre Märtyrerin sprachen, veränderte sich ihre Ätherfigur bei ihnen, selbst so, dass sie stärker pulsierte, weil sie durch ihre Sprache eine Plastik gemacht haben, sprechen gleich Plastik. Diese wirkte zurück auf die Ätherfigur, die sie immer mit sich herumtragen. Eine Produktion des göttlichen Plastikers, ihr ganzes Leben, die sich immer selbst weggeschafft und immer wieder neu anschafft, das sich aber nur schön entwickelt, wenn sie selbst Plastiker werden. Menschlicher Plastiker gegen göttlicher Plastiker, Kooperative, Genetik, Schwellenzeichen, Spiral, organisierende Lebenskraft, das Wort. Man müsste Ihnen direkt empfehlen, Ihren nächsten wissenschaftlichen Abriss etwa den Schrecken oder ohne Titel zu singen, wobei Sie einige Erfahrungen von Belang bezüglich Ihrer machen würden, wenn Sie Ihr Bewusstsein darauf richten. Zusätzlich zu tanzen ist wohl eine Zumutung, aber es wäre gut, vorzüglich. Die Äther-Schwanenfigur. Schwanen. Also sich geben heißt Gott, übersetzt, etymologisch. Ja. Dann gibt es etwas, was übergöttliches ist. Es ist auch Gott, aber mehr Götter als. Das heißt Felek. Das ist all und das ist alles, also Unendlichkeit. Aber das ist auch Gott, es ist alles drin. Gott drin, das Leben, Universum, das heißt Felek. Das ist im Türkischen, im Persischen, im Kurdischen. Felek. Und Chalek heißt? Chode. 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 Sich geben heißt Gott. Ja. Ich gebe euch meine Liebe an die Chalek und Arabaschi. Die Chalek und Arabaschi lieben Lecha. An die Chalek und Arabaschi lieben Achuti. An die Chalek und Arabaschi lieben Ishto. An die Chalek und Arabaschi lieben Kulachem. Mit allen. Und hier habe ich deine wunderschöne Bücher. Als werden deine Augen verblendet von dieser Sonne. Es ist sehr viel Weinen, aber Weinen ist das Herrliche, die Sehnsucht.
Wir schreiten fort entlang dem großen Band der Zeichen und Symbole, die wir in diesen Büchern finden. Die Kraft, die Lust, die Liebe und das Leid. Sie singen hier ein Lied, das uns aus weiter Ferne und aus ferner Nähe in den Augen brennt. Wir tasten blind und sehend doch uns in die Welt der Bücher ein. Was wird mit uns? Was wird mit mir? Ich weiß es nicht. Und du? Oh, sie weiß. Oh, wow.